Mathehilfe 24. Mit uns kannst du rechnen. In diesem Videoclip haben wir es nicht mehr ganz so leicht wie bei einer Binomialverteilung. Bei einer Binomialverteilung, ne, ist es ja so, dass sich die Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis eben nicht ändert. Und es geht nur eben um Treffer oder Nicht-Treffer. Und das war's dann. Bei der hypergeometrischen Verteilung ist es ja so, dass wir halt eben aus einer Urne jetzt zum Beispiel, wie in unserem Fall, nachdem wir gezogen haben, die Kugel nicht mehr zurücklegen. Das heißt, wenn wir nochmal ziehen, haben wir plötzlich eine andere Wahrscheinlichkeit. Ne? Als kleines Beispiel, also wir haben jetzt hier drei blaue, zwei weiße und eine rote Kugel. Naja, wenn es jetzt die Frage ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, zweimal in Folge, als Beispiel, eine blaue Kugel zu ziehen. Naja, dann kann ich nicht sagen, okay, es gibt drei von insgesamt sechs, die Wahrscheinlichkeit ist 3:6, also 3/6, gekürzt 1/2. Und wenn ich das zweimal habe, ne, also im ersten Versuch 1/2 und dann nochmal 1/2 und fertig. Nee, im zweiten Versuch, wenn ich eben nicht zurücklege, habe ich im ersten Versuch 3 von 6, die blau sind. Wahrscheinlichkeit, eine blaue zu ziehen, 3/6. Im zweiten Versuch sind ja nur noch 5 drinne und davon sind 2 blau. Also nur noch 2/5 die Wahrscheinlichkeit und so weiter. Das heißt, eine sich ständig verändernde Wahrscheinlichkeit, je nachdem, wie gerade etwas ausgegangen ist. So, und deswegen müssen wir jetzt quasi diese sogenannte hypergeometrische Verteilung anwenden. Und da gucken wir uns mal an, was diese Formel überhaupt sagt. Die sagt, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x, also die Trefferzahl, k Treffer ergibt. Na klar, bei einer allgemeinen Formel können wir jetzt nicht mit konkreten Zahlen kommen, aber wir werden das dann gleich tun. Also wir sollen mal sagen, wir sollen insgesamt k Treffer haben. Ist dann, also generell mit dem Binomialkoeffizienten müssen wir hier trotzdem arbeiten und ich hoffe, der ist soweit klar und geklärt, wie der funktionieren soll. Falls nicht, ne, dazu haben wir natürlich auch Videoclips, in denen wir das erklären, wie der Binomialkoeffizient generell erstmal funktioniert. Groß M über k. Jetzt ist die Frage, was ist überhaupt dieses Groß M? Dieses, ja genau, dieses Groß M über K, genau. Das Groß M ist die Anzahl der insgesamt vorhandenen, in diesem Fall jetzt Kugeln, um die es geht. Also die Anzahl der insgesamt vorhandenen Treffer, aus denen wir das Ganze schöpfen. Also, kleines Beispiel, wenn es jetzt darum gehen würde, drei blaue zu treffen. Quatsch, also wir ziehen zweimal und es geht darum, beides mal eine blaue zu treffen. Ja, dann geht es quasi, ne, aus den drei blauen wollen wir halt insgesamt ziehen. Wir wollen zwei aus drei blauen ziehen. Zwei, das ist dieses K hier, aus diesen drei blauen hier. Aus den drei blauen, die es insgesamt gibt. So, und dann ist klar, es gibt aber neben den drei blauen noch wie viele andere Kugeln? Groß N steht für die insgesamte Anzahl der Kugeln, die sich in der Urne befinden. Groß M hatten wir gerade geklärt, die Anzahl der Treffer, die sich dort drin befinden. Das heißt, na klar, wenn wir schon M Kugeln als Treffer haben, dann ist die Differenz zu der insgesamten Anzahl an Kugeln, die sich dort drin befinden, N minus M, das ist klar. So viel bleiben jetzt noch übrig. Und von denen, die jetzt noch übrig bleiben, bei uns wären das wie folgt, ne, aus den Groß M, also aus den drei Treffern, wollen wir zwei haben. Also ne, zwei aus drei würde hier stehen. Insgesamt sind wie viele Kugeln drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Groß N wäre 6 minus die drei, die wir jetzt hier schon berücksichtigt haben, bleiben nur noch drei. Das heißt, die anderen drei Kugeln. Und daraus jetzt wie viel? Naja, wenn wir schon zwei ziehen wollen und wir sagen mal als Beispiel, wir ziehen jetzt dieses kleine N ist, wie oft wird gezogen? Wenn wir sagen, wir ziehen insgesamt dreimal. Ändern wir das Beispiel, damit auch dieses hier noch passt. Wir ziehen insgesamt dreimal. Dann ist dieses N hier die 3. Zweimal haben wir bereits gezogen. Und das dritte Mal sollen wir irgendwas anderes ziehen. Und das teilen wir durch, wie oft wird insgesamt gezogen. Insgesamt wird dreimal gezogen. Aus insgesamt wie viel Kugeln? Aus insgesamt N Kugeln. So ist das zu verstehen. Und jetzt machen wir mal gleich dieses konkrete Beispiel, damit klar wird, was ich meine. Du siehst in der Aufgabenstellung, dass da drin steht, so ist es formuliert, berechnen oder bestimmen Sie die folgenden Wahrscheinlichkeiten. Aufgabe A. Es werden zwei blaue Kugeln gezogen. Aber die Aufgabe heißt, der Urne werden nun ohne Zurücklegen drei Kugeln entnommen. Bestimmen Sie die folgenden Wahrscheinlichkeiten. Drei Kugeln werden entnommen. Also nehmen wir mal Folgendes. Ereignis A. Es werden zwei blaue Kugeln gezogen. Schreibe ich mal so mit dazu. Es werden, ne, zwei blaue Kugeln gezogen. Das macht man auch mal wieder so, dass man erstmal ein Ereignis definiert. Es werden zwei
Die sind blau. Blaue Kugeln gezogen. Ja, so, das macht man, dass man es definiert. Dann nehmen wir auch gleich noch Aufgabe B dazu. Das definieren wir auch nochmal. Aufgabe B war, von jeder Farbe wird genau eine Kugel gezogen. Genau eine Kugel. Gezogen. Und dann Aufgabe C. Da heißt es, es sind danach noch alle Farben in der Urne vertreten. Danach noch alle Farben vertreten. Wurden sonst, wenn nicht in der Urne. So, also, danach sind noch alle Farben vertreten in der Urne. Und jetzt gucken wir uns mal an, das Ereignis A, wie groß ist da die Wahrscheinlichkeit? Das wird jetzt recht spannend. Die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis A ist gleich. Das hier ist die Formel für die hypergeometrische Verteilung und jetzt wird es ganz einfach. Also, das Erste, ne, da geht es einfach um die wirklichen Treffer. Also, wie viele Treffer haben wir? Zwei blaue aus insgesamt drei ziehen, ne? Dreimal ziehen wir, aber wie viele blaue Kugeln gibt es insgesamt? Aus wie vielen blauen, aus wie vielen möglichen Treffern wollen wir ziehen? Es sind drei blaue drin. Aus drei wollen wir ziehen. Wie viele Treffer wollen wir haben? Zwei. Mal, das ist ja quasi ein Mal dazwischen, muss ich nicht mal hinschreiben, schreibe ich trotzdem mal hin. Und jetzt hier die Differenz, also insgesamt groß N, wie viele Kugeln haben wir insgesamt drin? Ne? Vielleicht sollten wir das noch mit dazu schreiben, dass wir diese Werte noch, die wir kennen, mit dazu schreiben. Groß N ist 6, groß M ist 3, also die Anzahl der insgesamten Treffer, die es hier in dieser Urne gibt. Klein n, wie oft wird gezogen? Dreimal. Klein k, wie viele Treffer möchte ich haben? Zwei. Ja. Es ist so ein bisschen auswendig lernen, diese ganzen Geschichten, obwohl ich das Wort auswendig lernen hasse. Ne? Aber was wofür steht, das musst du halt tatsächlich auswendig lernen. Genau. So, ja, dann ist jetzt einfach die nächste Frage. N minus m, also einfach nur die Differenz. Wir haben also insgesamt 6 Kugeln drinne. 6 Kugeln und M davon sind halt eben diese Treffer. Das heißt, die anderen 3 sind eben die Nicht-Treffer. Das heißt hier auch nochmal die 3. Und jetzt heißt es hier unten N minus K. Naja, wenn wir 3 mal ziehen, 2 mal wollen wir eine blaue, dann muss einmal eine Nicht-Blaue dabei sein. Das heißt, hier kommt die 1 hin. Ja? Und jetzt sehen wir schon mal, zusammengerechnet sollen das hier die insgesamt 6 Kugeln sein. 3 davon gehören zu den Treffern, den blauen, und die anderen 3 sind halt eben keine Treffer. Das ist die Aufteilung zwischen Treffer und Nicht-Treffer. Es gibt 3 Treffer und 3, die es nicht sind. Und dann einfach, wie viele Treffer wollen wir haben und wie viele sollen kein Treffer mehr sein. Und fertig. Das war's. So, und unten dann ganz einfach, ne? Aus wie vielen Kugeln ziehen wir denn insgesamt? Naja, aus 6. Sehen wir hier, diese 3 und diese 3 sind zusammen 6. Und aus wie vielen Kugeln ziehen wir? Dann wie oft ziehen wir insgesamt? Wir ziehen insgesamt 3-mal. Ja? Und diese Binomialkoeffizienten, wie sich die berechnen? Das, wie gesagt, wird in einem anderen Videoclip erklärt. Ne? Bei 3 aus 2, die Wahrscheinlichkeit, 2 aus 3 zu ziehen und so weiter, das ergibt insgesamt eine Zahl. Ich mache es einmal kurz nochmal vor. Ich mache es einmal vor, wie das zu rechnen ist. N über K bedeutet N Fakultät geteilt durch N minus K Fakultät mal K-Fakultät. Ja. So würde das gerechnet werden. Also nur als Beispiel, wenn wir jetzt hier stehen hätten, 3 über 2, würde das gerechnet werden, 3 Fakultät durch 3 minus 2 Fakultät mal 2 Fakultät. In anderen Worten, 3 Fakultät ist 3 mal 2 mal 1 sind 6 durch. Unten 3, minus 2 ist 1, 1 Fakultät ist 1, mal 2 Fakultät ist 2, hier haben wir insgesamt 6 halbe, also 3. Und so geht das dann auch mit 1 über 3, da kommt eine 1 raus. Das heißt, dann haben wir hier 3 mal 3 über 1, da kommt eine 3 raus. 3 mal 3 sind also 9. Und unten 3 aus 6
Ja, bei 3 aus 6 hätten wir das Gleiche. Da hätten wir 6 Fakultät, also 6 über 3 gleich, ne? 6 Fakultät durch 6 minus 3 Fakultät mal 3 Fakultät. Und da sehen wir halt ganz einfach, dass auch nichts anderes als 6 mal 5 mal 4 durch und 3 Fakultät ist 3 mal 20 durch 6. Zack, zack, so hier 20. Na, 29. Können wir auf Hundertstel erweitern, gleich wie viel Hundertstel? Mal 5, also 45 Hundertstel, 0,45. Ja, immer so, wenn ich sehe, dass ich hier ein Zwanzigstel als Nenner habe, bringe ich das gleich auf Hundertstel, erweitern, einen Bruch erweitern mit der 5, heißt Zähler und Nenner mit der gleichen Zahl mal nehmen, der Bruch selbst bleibt der gleiche. Wenn ich das aber mache, habe ich 45, der Bruchstrich heißt geteilt durch und geteilt durch 100, Kommaverschiebungsregel. Wenn ich eine Zahl durch 100 teilen soll, einfach zwei Stellen nach links verschieben. 45% hätten wir demnach. Ja. So, also 0,45, das heißt Antwort 45% ist die Wahrscheinlichkeit. Gut, nehmen wir das nächste. Die Wahrscheinlichkeit für B. Von jeder Farbe wird genau eine Kugel gezogen. Die Wahrscheinlichkeit für Ereignis B ist gleich, ne? Von jeder Farbe wird genau eine Kugel gezogen. Jetzt muss ich diese hypergeometrische Verteilung ein bisschen ausdehnen. Ich muss wiederum sagen, okay, Moment. Von jeder Farbe wird eine Kugel gezogen. Das heißt, ich habe drei verschiedene Arten von Treffern. Ne? Einmal sind die blauen als Treffer definiert. Von denen gibt es drei und ich möchte eine davon haben. Beim zweiten gibt es, von den weißen, gibt es zwei und ich möchte eine davon haben. Und bei den dritten, also bei der roten, gibt es eine davon und diese eine möchte ich haben. Wie viele Kugeln habe ich insgesamt drin? Immer noch meine 6. Wie oft ziehe ich insgesamt? 3-mal. Ja? So, und hier wiederum genauso gerechnet. Das hier im Binomialkoeffizienten, da kommt eine 3 raus. 3-mal. Bei dem hier, 1 aus 2, wie viele Möglichkeiten gibt es, eine aus 2 zu ziehen? Genau 2, die erste oder die zweite ist es. Also mal 2 mal und 1 aus 1 ist ganz normal 1. 3 mal 2 mal 1. Unten, ne, diese 6 über 3, da hatten wir ja gerade eine 20 raus, das heißt 6 Zwanzigstel. Hier, 6 Zwanzigstel. 3 mal 2 mal 1 ist eine 6. 6 Zwanzigstel ist wieder irgendwas mit Hundertstel, also erweitert auf Hundertstel, mal 5, 30 Hundertstel. Also 0,3, sprich 30%. Ich will hier niemanden abhängen mit meiner Rechnerei, will es aber auch nicht zu langweilig machen. Und vor allem, ich muss voraussetzen, dass Bruchrechnung ganz generell erstmal sitzt. Also das Erweitern auf Hundertstel mache ich nur, damit wir anschließend ganz leicht so eine Kommazahl draus machen können. Ne? Und Binomialkoeffizienten, wie gesagt, wird es im anderen Video erklärt, kannst du nochmal genauer drauf eingehen in dem anderen Videoclip. Gut, und dann gucken wir uns mal die Wahrscheinlichkeit für C an, das Ereignis C. Die Wahrscheinlichkeit für Ereignis C. Und jetzt kommt's. Es sind danach alle Farben noch weiterhin vertreten in der Urne. Ja, das heißt, was machen wir dann? Es soll, gehen wir mal wieder, wie viele blaue gibt es? Wie viele weiße gibt es? Wie viele rote gibt es? Wie viele gibt es insgesamt? 6. Wie oft ziehen wir insgesamt? 3-mal. Das ist wieder das Gleiche. So, jetzt heißt es, es sollen immer noch alle vertreten sein. Na ja, gut. Das heißt, alle Farben sollen vertreten sein. Das wiederum heißt, dass aus dieser roten hier, die soll gar nicht gezogen werden. Ja? Von diesen zwei weißen hier soll ja nur eine gezogen werden, denn die sollen ja weiterhin vertreten bleiben. Und von den blauen hier soll noch eine vertreten bleiben. Das heißt, zwei von diesen blauen sollen noch bleiben. Zwei von denen sollen gezogen werden und nur noch eine soll bleiben. Also, wir haben drei blaue, von denen wir zwei ziehen wollen, da bleibt nur noch eine blaue. Wir haben zwei weiße, von denen wir eine ziehen wollen, da bleibt nur noch eine weiße. Wir haben eine rote, aber die soll bitte auch bleiben, deswegen null davon. Wir ziehen also insgesamt drei Stück und das sehen wir hier unten noch. Insgesamt drei Stück aus insgesamt 6. Insgesamt 6, es sind drei blaue, zwei weiße, eine rote, insgesamt also 6. Wir ziehen zwei blaue, wir ziehen eine weiße, insgesamt ziehen wir also 3. Auch das wieder. Und ja, dann haben wir hier halt wieder unten wieder unsere 20. Dann haben wir hier 2 aus 3 zu ziehen. Was hatten wir da vorne für eine Wahrscheinlichkeit?
Was habe ich denn da vorhin berechnet? 3, ne? Genau. 3 mal und 1 aus 2 war 2. 0 aus 1 zu ziehen gibt es genau eine Möglichkeit, nämlich gar nicht. Wir ziehen halt einfach keine. Nicht eine einzige. So. Wir ziehen halt einmal und das ist sie nicht. Das ist nur die einzige Möglichkeit. Wieder 6 Zwanzigstel sind wie viel Hundertstel? Ne? Wieder erweitert auf Hundertstel mal 5, also 30 Hundertstel gleich 0,3. Haben wir also wieder 30%. Ja, das wäre es dann. Ne? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, also generell die Wahrscheinlichkeit, eine weiße und zwei blaue zu ziehen, also dafür zu sorgen, dass am Ende nur noch eine, dass von jeder Farbe nur noch genau eine da ist, ist genau 30%. Ja? In 30% aller Fälle passiert genau das. Ja, und so haben wir diese drei mithilfe dieser hypergeometrischen Verteilung soweit berechnet. Ich hoffe, dass dadurch, dass wir es jetzt gleich dreimal angewandt haben und ich da immer wieder neu versucht habe, das nochmal zu erklären, klar geworden ist, wie das mit dieser hypogeometrischen Verteilung funktioniert, was das überhaupt sein soll. An sich recht einfach, man braucht wahrscheinlich nur ein paar mehr Beispiele, damit es sich wirklich festigt. Und wahrscheinlich hast du dann, wenn du dich sowieso gerade mit diesem Thema befasst, noch ein paar Übungsaufgaben dazu. Geh die Dinge einfach mal durch. Mathehilfe 24. Mit uns kannst du rechnen.